Hallo, hier ist Ranja und willkommen zu einer neuen Folge Subnautica. Letzte Folge sind wir hier zur Aurora geschwommen. Wir haben den Tag abgewartet. Falls ihr letzte Folge nicht gesehen habt, ist sie natürlich eingeblendet. Wir haben uns diese... Schön, erstmal Schaden genommen. Wir haben uns diese fantastisch schicke Seamoth gebastelt. Hom, nom, 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 nom. Trinken was, essen was und jetzt fahren wir, weil hier kein Eingang war, in diese Richtung und suchen dort erstmal nach einem Eingang. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass das hier nichts ist, weil hier muss man doch irgendwo reinkommen. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie dieses Riesenschiff dahin basteln und etwas sagen, ja, da kannst du nicht rein, schade. Ich sehe hier leider... Okay. Hör auf, mir Panik zu machen mit diesen Geräuschen. Ich bin sehr startled. Okay, ich habe überall Medikits gefunden. Das ist voll beunruhigend für mich. Wo geht's denn hier rein? Wieso jump ich so? Hör auf diese Sandsharks, ganz ehrlich. Ist hier irgendwo ein Eingang? Ich will hier rein. Ich will hier rein. Gib mir einen Eingang. Das ist kein Eingang. Wieso darf ich nicht an der Oberfläche bleiben? Ah! Okay, ich habe überall Medikits gefunden. Es beunruhigt mich. Und ich habe Angst, dass hier irgendwas ist, was, ja, was quasi, ist, oh ja, du wirst sterben, deswegen kriegst du Medikits. Das finde ich nicht in Ordnung, okay? Das ist furchtbar. Das ist wie wenn in Spielen auf einmal, weißt du, kurz bevor du in einen neuen Bereich kommst, siehst du oben dieses kleine, oh, ich lade jetzt, Zeichen. Und dann denkst du dir nur so, ja, nee, hier ist kein Eingang. Wo ist denn der Eingang? Nee. Gib mir einen Eingang. Gib mir einen Eingang. Gib mir einen Eingang. Das ist ein Eingang. Das ist kein Eingang. Hä? Gib mir doch einen Eingang. Wieso kann ich da unten rum? Ah! Warum wackelt's? Okay, der radioaktive Niederschlag der Aurora wird eine verheerende Auswirkungen auf das Ökosystem haben. Deswegen gibt es lediglich Lebensformen in der Umgebung. Das ist mir aber eigentlich ganz recht, weil Lebensformen machen mich kirre, aber wahrscheinlich sind damit die lieben Fischlis gemeint. Okay, da ist kein... Hä? Wo komme ich denn hier rein? Wie komme ich denn in dieses doofe Schiff? Ich will hier nicht fluchen, ja? Aber wo komme ich denn in dieses Schiff? Lass mich in das Schiff. Bitte. Hör doch auf zu wackeln. Dadurch, dass es wackelt, denke ich mir halt, ich soll da nicht hin. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Ich will einfach nur hier rein. Hä? Das kann doch nicht angehen. Warte mal, ist hier ein Eingang? Oh, da ist ein Eingang. Da ist ein Eingang, da ist ein Eingang, da ist ein Eingang. Da sehe ich einen Eingang. Okay. Das wackelt, das ist aber nicht schlimm. Wir müssen hier nämlich durch, da funkt irgendwas. Da, wo es funkt, müssen wir hin. Guck mal. Aha. Aha. Jackpot. So. Okay. Okay. Alles klar. Hier sind kleine Krebsbies. Okay. Okay. Wenn das hier der einzige Grund ist, warum ich Medikits kriege, dann bin ich sehr beruhigt, weil ganz ehrlich, vor den Krebsbies habe ich keine Angst. Außer, dass sie mich angreifen und anspringen. So schlimm sind die nicht. Ey! Okay, okay. Die sind schon ein bisschen nervig. Kann ich die töten? Ja, okay, der ist tot. Aber mit dem Messer ist man eigentlich ganz gut gegen die gewappnet. Komme ich hier rein? Habe ich einen Feuerlöscher dabei? Natürlich nicht, ne? Ich hätte auch mal dran denken können, dass ich einen Feuerlöscher mitnehme oder sowas. Ich meine, dass das Ding hier brennt, ist jetzt ja nichts Neues. Okay, warte mal. Habe ich aber nicht dran gedacht, war mein Fehler. Hier ist was. Hey. Ich bin sehr schreckhaft. Können wir rennen? Achtung, strukturelle Integrität des Schiffs niedrig. Feuerlöscher und Laserschneider könnten erforderlich sein. Erkunden auf eine Gefahr. Ja, okay, ich gehe erkunden. Ich habe keinen Laserschneider, ich brauche auch keinen. Hier ist noch eine Kiste. Feuerlöscher brauche ich auch keinen, okay? Kann ich mir nicht vorstellen. Guck mal, Medikit, danke. Guck mal, so viele Medikits, wie ich hier finde, das ist doch auch, auch verrückt. Wie komme ich denn jetzt hier rein? Ohne Feuerlöscher ist meine persönliche Frage.
Da muss es doch auch Mittel und Wege geben, oder nicht? Vielleicht finde ich hier irgendwo Feuerlöscher. Die lassen dich doch nicht einfach ohne Feuerlöscher hier hin. Also kann ich mir nicht vorstellen. Kann ich mir nicht vorstellen. Okay, kleiner Krebs. Nicht mit mir. Ich kann ein paar Hits tanken, das ist nicht so schlimm, weil, wie gesagt, ich habe Medikits for days. Ich glaube, hier soll ich nicht hoch. Hey, sind die ganz niedlich. Kann ich hier irgendwas scannen vielleicht? Warte, hier geht's rein, oder? Ist das der Eingang? Irgendwie laufe ich die ganze Zeit im Kreis, kann das sein? Achtung, Scans zeigen, dass die Verdauungstrakte der Lebensform in der Nähe menschliches Gewebe enthalten. Danke! Ihr macht mir keine Angst. Wenn das nur die... wo geht's denn hier rein? Hallo, ich will hier rein. Ich hab keinen Feuerlöscher. Gib mir einen Feuerlöscher, please. Hallo? Team? Okay, guck mal, das Wasser sieht aber friedlich aus. Ist nichts. Da ist nichts. Ganz ehrlich, hier ist nichts. Ich sag, dass ich nur Panik mache. Ich habe keine Ahnung, wo der Eingang hier sein soll. Bin ich ganz ehrlich. Ich sehe hier nämlich auch nichts. Aber ich würde jetzt einfach hier durchgehen. Ich meine, was soll passieren? Wow, ich sterbe. Ich bin schon dreimal gestorben, dieses Spiel oder sowas. Also, pff. Ganz ehrlich, ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst. Ich suche nur den Eingang. Wirklich. Ich weiß nur nicht, wo der ist. Gimme. Ein Feuerlöscher. Ja, schau mal einer an. Dass wir den jetzt hier kriegen, wer hätte denn damit rechnen können? Was kriegen wir noch in der Versorgungskiste? Medikit. Guck mal. Das habe ich. Guck mal, das wäre auch merkwürdig gewesen, wenn wir hier keinen bekommen hätten. Das wäre auch merkwürdig. Ey, brennt das noch? Das wäre super merkwürdig. Na komm. Haben wir das? Wir haben das Feuer im Griff. Hier brennt es noch ein bisschen, aber das sieht doch jetzt ganz gut aus. Es ist super dunkel. Okay, da geht es zu den Luftschleusen. Da geht es überhaupt nicht zu den Luftschleusen, die sind nämlich kaputt. Hier geht es jetzt erstmal weiter rein. Und zwar haben wir die Möglichkeiten Richtung Frachthaus und Richtung Verwaltung. Verwaltung... Die Systeme der Aurora laufen auf örtlicher Reserveenergie. Ferndownload der Flugschreibe möglich. Okay, warte mal. Ich sollte vorsichtig sein. Ich habe nur noch 44% Löschmittel. Und falls ich den tatsächlich noch für irgendwas brauche, will ich jetzt hier nicht alles löschen. Aber ich muss ja durch die Durchgänge irgendwie durchkommen, ne? Guck mal. So, ich glaube, dann haben wir nämlich das... Ey! Sag mal, hier brennt doch gar nichts. 8% Löschmittel. Ja, toll. Gute Nacht. Jetzt hab ich hier keine Durchgänge mehr. Ist aber nicht so schlimm. Wir nehmen jetzt erstmal ein Medikit. Bam. Oh, guck mal, wir nehmen sogar zwei. Und wir trinken einen Schluck. Und dann geht's uns auch gut. Guck mal. Was können wir denn alles mitnehmen? Wir scannen jetzt erstmal hier eine Runde. Und zwar scannen wir diesen schnieken Schreibtisch, den wir uns jetzt erbeutet haben. Jackpot. Den Drehstuhl. Wir haben nicht nur einen Bürostuhl. Nein, wir haben auch noch einen Drehstuhl. Ich weiß. Schwer zu glauben, schwer zu glauben. Was ist hier? Datenkonsole. Da laden wir die Daten runter. Altera startet die Aurora. Okay. Okay, ich glaube, das ist einfach nur Hintergrundinformation für die Aurora, falls es uns interessiert. Batterie. Oh, wir kriegen eine Batterie. Das ist aber gnädig. Und das sieht aus wie ein Abfalleimer. Ja, guck mal an. Unsere Inneneinrichtung kommt hier zustande, würde ich sagen. Das ist doch absolut godlike. Hier, zurückgelassenes PDA und ein Kommandostuhl. Oh mein Gott, das ist so value. Okay. Hier brennt's halt, ne? Ist die Frage, löschen wir das noch? Komm, wenn wir jetzt eh schon
so fleißig am Löschen sind, dann können wir das auch noch löschen. Ist jetzt halt leer, das Ding, ne? Hat überhaupt gar nichts gebracht. Also, das ist jetzt ärgerlich. Was ist denn... Oh, Krebsposter einsammeln! Warum wackelt denn die Aurora die ganze Zeit so? Das ist doch auch eine Schweinerei. Was ich ganz kurz machen würde, ist, mir tatsächlich die Taschenlampe wieder auf den Hotkey zu legen. Den Feuerlöscher jetzt nicht unbedingt, weil den brauche ich ja nicht. Und, weil es manchmal ein bisschen dunkel werden kann hier und dann will ich einfach trotzdem was sehen können. Das fände ich eigentlich ganz schön. Jetzt fallen hier Brocken runter. Das heißt, wir waren jetzt in der Verwaltung, ja? Haben uns alles angeguckt. In der Cargo-Box hier ist nichts mehr drin. Wir wollen jetzt Richtung Frachtraum. Da oben kann ich eh nicht lang. Da brennt es nämlich. Ich glaube, ich soll da oben aber lang. Das heißt, wir versuchen uns jetzt hier mal durchzusneakern. Ist jetzt halt die Frage, ob ich überhaupt an diese Tür rangekommen wäre, wenn da kein Feuer wäre. Ich glaube nämlich tatsächlich nicht. Ich sag, wir chargen jetzt hier einmal runter. Au! Wir haben noch eine Batterie gefunden, okay? Aus irgendeinem Grund kriegen wir hier Batterien nachgeschmissen. Bis zum geht nicht mehr. Und noch eine Batterie, okay. Vielleicht wirklich, weil es dunkel wird und wir unsere Taschenlampe anfeuern sollen. Ansonsten sehe ich hier nämlich gerade einfach nicht so viel, was es rechtfertigen würde. Bin ich ganz ehrlich. Können wir da drüber jumpen? Können wir da durchkrabbeln? Wenn, dann können wir drüber jumpen, sage ich. Okay, da muss man doch drüber kommen. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass wir da nicht drüber kommen. Schubkanonenfragment! Danke! Wir haben jetzt... Okay, pass auf. Wir haben jetzt eine Schubkanone. Die Schubkanone erlaubt es Techniken, die Schwerkraft in einer... Okay, wir wollen eine Schubkanone bauen, glaube ich. Dann können wir die Objekte anheben und erfassen und dann können wir die durch die Gegend tragen. Okay, das heißt, in Frachtraum können wir erst später, sobald wir die Schubkanone gebaut haben. In der Verwaltung waren wir jetzt schon. Ich glaube tatsächlich, dass es hier gerade nicht mehr gibt, zu dem wir können. Das heißt, wir können uns eigentlich wieder aufmachen und zurücklaufen. Oh, wir haben auch eine neue Radionachricht. Oh mein Gott, es wird tatsächlich relativ... scary. Wo ist denn unsere... Unser kleines Gefährt. Wo ist denn die Seemotte? Wo bist du? Oh, hier haben wir... Flutlicht haben wir schon. Wir wollen jetzt einfach wieder runter, denke ich. Und ich glaube tatsächlich, dass wir hier gerade nicht mehr machen können, als das, was wir gemacht haben. Das heißt, ich würde jetzt einfach wieder nach Hause fahren. Gegend wirkte friedlich. Das heißt... Das ist alles okay, wir waren jetzt auf der Aurora. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum sie mir hier alles mit Medikits vollgeballert haben. Wahrscheinlich einfach nur für Spieler, die es absolut... Wo ist meine Seemotte? Da. Die es absolut nicht handeln können, mit diesen Krebsen zu kämpfen, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und die dann deswegen low werden. Und dass sie sich retten können. Dass man da 20 Medikits kriegt, ist ein bisschen... aber du findest natürlich auch nicht immer alle, das heißt... Ja, keine Ahnung. Also ich glaube einfach mal... Da sind wir eigentlich auf der sicheren Seite und in meiner Seemotte bin ich ja eh relativ sicher. So. Dann wollen wir jetzt wieder... Wir wollen nicht zum Flackern. Doch, wir wollen zum Flackern, oder? Kommen wir vom Flackern? Ne, wir wollen in die Richtung. Das heißt, wir fahren jetzt in... Oh. Wir müssen ja erstmal wieder raus navigieren. Das heißt, wir müssen am Flackern vorbei, glaube ich. Sonst wird es hier nämlich nichts. Ich dachte, das ist der signalisierte Ausgang. Die hat genug Energie, oder? Ja, alles gut. So, kommen wir jetzt hier raus? Ey, lass mich doch mal raus, bitte. Hallo. Ich habe den Eingang nicht gefunden, jetzt finde ich den Ausgang nicht. Was ist denn das hier? Sauerei. Sauerei. Okay, ich glaube, jetzt bin ich draußen, mehr oder minder. Bin ich das? Keine Ahnung.
Ich will mal kurz an die Oberfläche, sonst kriege ich hier gar nichts mehr mit. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Jetzt fahre ich hier nämlich einmal um das Schiff wieder rum. Und, dann fahren wir wieder nach Hause. Und sind, genau, machen uns diese Schubkanone. Und wahrscheinlich bräuchten wir noch den Laserschneider, damit das Ganze hier Sinn macht. Sonst wäre es ja auch Quatsch. Also, wenn wir jetzt eine Sache haben und dann die zweite nicht. Dann nehmen wir noch ein paar Flammenwerfer, vielleicht sage ich schon. Feuerlöscher mit, damit wir das auch machen können. Damit das auch Sinn ergibt hier. Wenn wir das nächste Mal hier hinfahren. Und es ist so dunkel. Man sieht einfach wirklich absolut nichts. Es ist entweder so tief hier. Es ist ganz schön tief hier. Oh Gott. Ich finde es beim richtigen Schwimmen richtig gruselig, wenn du auf einmal merkst, dass es viel, viel tiefer ist, als es normalerweise ist und du einfach nicht weißt, was in diesen Untiefen lauert, weil es einfach so schwarz ist, dass du nichts siehst. Ich bin, ohne Witz, auf dem Weg zur Aurora war ich richtig, richtig geladen und war so voll, okay, ich finde überall Medikits, ich weiß nicht, was hier los ist, ich habe voll Angst und alle haben auch immer gesagt, die Aurora, ja, gar eine größere Sache. Ich bin sehr entspannt. Jetzt, wo ich das gesehen habe, dass das alles eher entspannt ist, freut mich sehr, entlastet mich sehr und bin ich auch sehr glücklich drüber. Und das heißt, ich würde sagen, das ist jetzt erstmal unser neuer Masterplan, dass wir den Kompass bauen, dass wir diese Schubkanone bauen und ja, keine Ahnung, vielleicht, dass wir unsere Basis ein bisschen erweitern, damit wir nicht mehr in einem T und einem, keine Ahnung, wie das Längsfragment hieß, hausen, sondern das Ganze vielleicht ein bisschen optimieren. Wir haben diese Gravitationsfalle, so wie ich das verstanden habe, lockt die kleine Fischlis an. Das heißt, da hätten wir unsere Nahrungsversorgung so ein bisschen mit gesichert. Warte, was liegt denn hier noch rum? Können wir hier gerade einmal, hier ist eine Gravitations, hier sind die Gravitationsfallen, oder? Die haben wir jetzt schon gescannt. War das nicht das, wo wir schon vorbeigeschwommen sind? Ich meine, da habe ich schon, ich glaube, hier habe ich schon gelootet. Genau. Dann können wir das vielleicht vor unsere Basis setzen, damit wir da immer kleine Fische haben oder ähnliches. Und dann müssen wir nicht mehr so viel nach Essen Ausschau halten, weil bis jetzt gibt es ja keinen anderen Weg zur Nahrungsgewinnung, als hier Fische zu futtern. Ich glaube, also ich weiß auch nicht, ob es dann später noch einen geben wird. Keine Ahnung. Was mir gerade aufgefallen ist, wir haben 27 Grad im Wasser. Angenehme. Hoppala, Temperatur. Willkommen an Bord, Captain. Danke. Okay, jetzt haben wir die Falle. Okay, die Falle. Die Falle saugt die Fische rein. Die Falle saugt so ein Erz. Okay, das ist voll praktisch. Okay, die Falle saugt Fische und Titan. Aber die saugt sie nicht rein, sondern die saugt sie quasi an diese Fäden. Und dann können wir die quasi von den Fäden, hoppala, direkt looten. Oh mein Gott, das ist voll cool. Warte mal. Die machen wir wieder. Die machen wir hier hin. Das ist voll nice. Guck mal. Oh, was haben wir hier? Na komm. Ein Stielauge. Voll cool. Voll cool. Kommunikator können wir nicht machen, aber das erinnert mich an meine eigentliche Mission. Oh, wir können einen Bürostuhl bauen. Wisst ihr, ich sag, der Drehstuhl wirkt wie die Zukunft. Wir wollen hier einen Drehstuhl. Komm, wir setzen uns mal hin. Wir machen mal ein Päuschen. Ah, gönnen wir uns mal. Übrigens, ich habe gerade meine Schlafanzugkurse an, weil es schon voll spät ist. Weil ich eigentlich schon in meinem Schlafanzug war. Aber ich habe extra, ja, weil ich Lust hatte, Subnautica zu spielen. Oh, aufstehen mit E. Gedacht, komm Ronja, schmeißt du nochmal den PC an. So, okay, diese
Das Geräusch geht mir aber sowas von auf den Keks. Aber immens geht mir das auf den Wecker. Wow. Wow. Ich war die ganze Zeit voll, okay, wo kommt denn jetzt dieser Ton her? Aber, pff, ja, alles klar. Was genau? Wir wollten in die Station schwimmen. Denn dort gibt es eine neue Radionachricht, die auf uns wartet. Und ich meine, was gibt es Besseres als eine neue Nachricht, die uns vielleicht neue Details gibt. Und dann können wir ja mal gucken, wie man diesen Schubkanonen-Gegenstand baut, den wir brauchen. Und vielleicht gibt uns die Nachricht ein Signal, wie wir den nächsten Lasercutter finden. Aurora, we're approaching the planet now. We have a landing site for you that's... Well, it's better than the alternatives. Wir erreichen jetzt den Planeten. Was? Okay. Wir brauchen ein paar Tage, um unseren Orbit anzupassen, sollten wir während der Zeit direkten Kontakt mit ihnen herstellen können. Kommen wir, um sie zu holen. Drücken Sie die Daumen, dass das Wetter so bleibt. Dann lassen Sie uns nicht warten. In 30 Minuten müssen wir an Ort X sein. Warte, wir werden gerettet? Warte, was? Warte, was? Hä? Das macht gar keinen Sinn. Wir haben doch noch gar nicht alles erkundet, was es so gibt. Oh, guck mal, die Fische. Hä? Aber es gibt doch noch so viel mehr. Aber da müssen wir hin. Oh, das ist ganz schön weit weg. Wisst ihr was? Ich sag, wir steigen in die Seemotte und wir machen uns auf den Weg. Weil wenn wir nur 40 Minuten haben, um da hinzukommen, so Zeit vergeht schneller, als man denkt, okay? Und dann können wir eigentlich auf zur Insel, oder? Also brauchen wir noch irgendwas? Eigentlich nicht. Wir haben Essen, Trinken, gibt alles, was wir brauchen. Wir machen uns jetzt mal auf die Suche. Weil was ist, wenn ich den Platz nicht direkt finde und dann die Sunbeam da landet und ich nicht da bin. Und ich finde es voll süß, wie die kleinen Glubsche aus dem Wasser springen. Vielleicht finde ich auf dem Weg auch noch was, was ich looten möchte. Also was heißt denn wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich. Und wir schwimmen jetzt direkt auf diese Wolken hier zu. Vielleicht finden wir auch noch irgendeine Landschaft. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir schon abgeholt werden. Wir haben doch noch gar nicht alles erkundet. Hoppala. Oh, hier waren wir schon, oder? Bei Lifepod 3? Ja, ja, das habe ich schon mal gesagt. Wir haben doch noch gar nicht alles erkundet. Es gibt ja noch so viele Territorien. Zum Beispiel die Rettungskapsel von Keen. Da können wir doch noch gar nicht hin. Es gibt bestimmt irgendwelche Upgrades mit der Seemotte, dass wir da tiefer tauchen können oder so ein Quark. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir jetzt hier schon... Was ist das denn für eine? Ich behalte dich mal im Auge. Dich behalte ich mal im Auge. Bist du böse? Bist du Stress? Ach, okay, besser ist es. Besser ist es. Das ist irgendwie merkwürdig. Aber voll faszinierend. Vielleicht kommen da noch andere Mitspieler, dass die da quasi so eine Basis dann haben. Oder dass wir noch andere Mitspieler retten müssen. Bevor wir von der Insel fliehen können. Oder vielleicht... Oh, warte mal, hier unten ist was. Vielleicht können wir noch gar nicht fliehen, bis wir nicht bestimmte Gegenstände gesammelt haben oder so. Seegleiter-Fragment. Wow, dafür bin ich jetzt hier runtergetaucht. Ehrlich! Ehrlich! Okay, was haben wir denn? Hier gibt es bestimmt noch irgendwas Feines. Kann ich mir... Also, das hier, guck mal. Was haben wir denn da? Weil zum Beispiel, wir haben ja auch Diamant gefunden letztens, ja? Was ich zwar wieder verloren habe, aber wir haben es gefunden. Und wir haben den Diamant ja noch für gar nichts gebraucht. Also warum... Wisst ihr, was ich meine? Warum würde man den Diamant einbauen, wenn man ihn gar nicht braucht? Einfach nur für die lustige Leine, von wegen, ja, du schuldest dem Unternehmen jetzt viel Geld. Oh, 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 oh. Erstmal, wir haben eine neue Radionachricht. Zweitens mal, das sind hier die guten Steine, in denen Silber und Gold und Blei ist. Das heißt, da cashen wir jetzt erstmal ordentlich ein. Damn! Was? Okay. Fragmente der mobilen Fahrzeugstation. Das gibt uns wenigstens einen Haufen Was bist du? Ey, geh weg! Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg! Lass mich hin! Wieso portest du dich? Hör auf, dich zu porten! Jetzt stopp! Geh weg! Ich steig nie wieder aus. Alles klar, Nachricht angekommen. Gut. Boah. Pff. Ja.
Alles klar. Ich bin ruhig. Oh mein Gott. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ich mich erschreckt habe, Leute. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Die Angst. Oh! Wir sind auf der Insel! Wir sind auf der Insel! Wir sind auf der Insel! So. Das war's dann aber für diese Folge Subnautica. Wenn sie euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen hoch da, schreibt einen Kommentar und falls ihr nichts verpassen möchtet, dann abonniert gerne den Kanal. Das würde mich sehr freuen. Ansonsten, falls ihr die bisherigen Folgen gucken möchtet, ist hier nochmal die Playlist verlinkt. Dann könnt ihr euch das alles hintereinander weg anschauen. Und ich würde sagen, nächste Folge erkunden wir mal die Insel und schauen, was passiert, wenn die Sunbeam so ankommt. Da bin ich persönlich sehr, sehr gespannt. Und ja, mal gucken. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao!